Und dann würde ich sagen, meine Lieben, es wird gruselig. Seelenquest. Wow. Los geht's. Hallo, mein Lieben. Hallo, liebe Vorstadtgartenpiraten. Ich begrüße auch die Survival-Experten hier zu einer neuen kleinen Runde Grounded. Ich freue mich riesig, dass ihr im Garten wieder dabei seid und heute reinschaut. Heute machen wir mal eines dieser Farmrunden, die ich euch in den letzten Folgen mal so ein bisschen angekündigt habe. Ich möchte euch mal so ein bisschen was zeigen und dann gehen wir mal auf eine abenteuerliche Reise. Wir waren ja noch nicht in dem alten Ameisenbau. Gehen wir da heute mal rein. Das heißt, heute die Folge dreht sich reinweg um die Eiche. Da muss ich euch zwei, drei neue Sachen zeigen, die ich gebastelt habe. Aber zuerst machen wir mal bei mir hier oder bei uns in der Pagode eine kleine Roomtour. Hier oben habe ich mal so ein bisschen mit blauem Licht gespielt. Ihr seht, dahinter ist schon eine Wand aufgebaut. Ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgefühlt und ein bisschen vorgebaut. Ich bin mal gespannt, was ihr dann so sagt. Hier, wie gesagt, habe ich es erst einmal so ein kleines bisschen mit blauem Licht mal versucht zu spielen. Das werde ich dann in den nächsten, ja, ich sage mal, in den nächsten Nächten werde ich das noch ein ganz kleines bisschen anpassen, ein bisschen verbessern. Ich glaube, dieses grüne Licht hier, es gefällt mir noch nicht so. Es gefällt mir einfach noch nicht so. So, hier ist alles beim Alten. Viele Teile habe ich mittlerweile weggeräumt, weil jetzt Folgendes dazugekommen ist. Und schaut mal, das ist das Lager im zweiten Stock. Also, so habe ich es zumindest jetzt mal gebaut. Das Geniale ist dran, dass ich dieses Lager modular aufbauen kann. Was heißt modular? Im Prinzip könnte ich hier außen wie noch eine Treppe anlegen. Zum Beispiel hier. Wir könnten dann hier die Treppe hochlaufen und hätten dann wie noch einen kleinen Zwischenraum zur Verfügung. Ihr wisst ja, unsere Hupsi, die kann nur Truhen bis zu einer Höhe, ungefähr vielleicht einen Kopf höher wie sie, kann sie anfassen. Und alles oben drüber ist eigentlich vergebener Spielraum. Richtig? Und unser nächster Stock, der ist eigentlich erst ein Stockwerk noch oben drüber. Und das ist das, was ich noch anbauen kann. Ich könnte hier noch ein bisschen modulares Lager anlegen. Das heißt, einfach noch diese Stängelwand etwas hochziehen und hier in der Mitte noch so einen kleinen Steg lang machen. Und dann könnte man gerade hier links und rechts dieses Gebilde, könnte man nach oben fortsetzen. Und genau deshalb machen wir heute die Farmrunde, weil wir brauchen ganz, ganz viel Eiche. Das sind wirklich, wirklich viele heute. Mal gucken, wie viel man so zusammenbekommt. Wir gehen erstmal rein in die Axt. Können wir die noch reparieren? Jawohl, haben wir zwei Larvenstachel, brauchen wir da dafür. Denkt bitte dran. Und halt einen Bombardierkäferbrocken. Das Ding haben wir jetzt mal durchrepariert. Alles andere ist safe. Wir werden die Rüstung kurz wechseln. Und dann bräuchte ich noch ganz, ganz dringend, muss ich mal gucken, na, hier ist noch ein bisschen gekruschelt bei mir, bräuchte ich ganz, ganz dringend die Schaufel. Dann werden wir das hier wieder auslotten. Das hier ist die Bienenausrüstung, die wir gefunden haben im neuen Ameisenbau. Pfeile habe ich mit, bisschen was zu trinken habe ich mit. Grobes Seil bräuchte man jetzt nicht wirklich, ist aber auch nicht schlimm. Und dann würde ich sagen, gehen wir los, oder? Was meint ihr? Wir haben eigentlich alles soweit. Ja, bisschen Heilung haben wir mit. Ja, es reicht eigentlich. Das reicht, um uns wieder im Garten mal so ein bisschen zu erwärmen. Wie gesagt, was machen wir heute? Wir versuchen heute Eicheln zu farmen. Wir versuchen heute etwas Saft zu organisieren. Und nebenbei gehen wir dann in den alten Ameisenbau rein. Das habe ich mir heute so ein bisschen vorgenommen. Wie gesagt, es ist noch nicht alles final hier. Ich brauche noch eine Fackel. Und das hier ist so ein ganz kleines bisschen mein Lagerraum. Ja, also das hier wird. Das ist so ein bisschen so ein Prototyp. Ich weiß aber schon ungefähr, wie ich das aufbaue und ob ihr es glaubt oder nicht. Es gibt ganz, ganz viele Materialien, auch ganz, ganz viele Materialien, die wir noch gar nicht kennen. Und das werde ich dann mit den Truhen, die werde ich dann so lassen, wie es ist. Hier kommt dann der wertvolle Stuff rein. Wie gesagt, ist noch in Early Access. Sehr, sehr geiles Bild. Das musste ich hier dranhängen, damit jeder Bescheid weiß. Oder Work in Progress, wie man so gerne sagt. Und das hier wird mein Lager im zweiten Stock. Und jetzt gehen wir hoch. Und das ist so ein bisschen meine persönliche Kuschelecke hier. Die habe ich dann angefangen, so ein bisschen einzurichten. Hier dann zum Beispiel entsteht ein Kamin in Verbindung hier mit so ein paar kleinen Aktivitäten, wie zum Beispiel hier, ne, den Basketballkorb und so weiter und so fort. Und hier haben wir auf der linken Seite haben wir ja schon mal zwei kleine Bildchen, die wir anhängen können. Dann hier mein Bett, ein schöner Stuhl, dann dieser Schrank und eine Vase obendrauf. Das ist so ein bisschen so mein, wie soll ich das sagen, mein kleiner Rückzugsort. Das wird man dann im dritten Stock anlegen. Und was wir im vierten Stock oben machen, müssen wir mal sehen. Wahrscheinlich wird das hier nochmal umziehen. Und wahrscheinlich werde ich das hier zu einer Art Werkstatt umbauen. Da kommen dann Küchen rein, da kommen dann die Schmiede rein, da kommen dann im späteren Spielverlauf müssen dann auch ein paar Schmelzen hier mit rein und so weiter und so fort. Ich glaube, dass ich vielleicht diese ganze Sache im dritten Stock hier anlegen werde und ich sag mal, unsere Wohlfühloase tatsächlich ganz, ganz oben hin mache. Da, wo uns niemand stört, da, wo wir wirklich unter uns sind
Und ja, das war einfach eine geile Zeit verbringen. In diesem Zug, mein Lieben, habe ich auch die verbesserten Konstruktionen gekauft für, ich glaube, 2.500 Wissenschaftspunkte, wie viel das waren, weil nur mit denen konnte ich dann diese Palisadentore kann man dann bauen und alles, was hier noch so mit dem Ausrufezeichen angepinnt ist, das kann man dann alles so noch dazu bauen. Ne? Hier zum Beispiel die Palisade, wenn man angegriffen wird, dann die halbhohen Stängelwände, ein absolut geile Geländer, dann die Stängelwände, die waren halt nur mit diesen verbesserten Wänden möglich. Genauso wie den halben Stängelboden, ne? Und so weiter. Das habe ich hier alles gebraucht. Die Stängelböden, ich meine, ich könnte es ersetzen, diese Grasböden. Aber es gibt im späteren Spielverlauf noch etwas Besseres. Dafür müssen wir ein bisschen farmen gehen, das weiß ich. Aber im späteren Spielverlauf gibt es dann noch einen Boden, der sieht noch mal etwas besser aus. Und den Boden würde ich dann einfach, ich würde dann den Grasboden einfach mit dem noch mal besseren Boden ersetzen wollen. Okay, deshalb ersparen wir uns hier das mal mit den Holzböden. Und wir, meine Lieben, wir laufen mal raus. Übrigens, diese ganzen Nähmaschinen, wie ich so gerne sage, also diese Spinnräder, die kommen dann auch mit hoch, ne, in den dritten Stock da oben, wo wir so ein ganz kleines bisschen unsere Werkstatt bauen, genauso wie unsere Werkbank und so weiter. Was wir dann hier unten machen, machen wir dann einfach nur so eine kleine, wie soll ich das sagen, nur so eine kleine Ankommriege. Das heißt, wir kommen hier rein, haben wir maximal, es gibt auch im späteren Spielverlauf, gibt es so Einrichtungen zu bauen, wo man zum Beispiel seine Nahrung haltbarer machen kann. Da stelle ich mir dann vor, dass man in dem Forschungslabor daneben hier auf der rechten Seite so ein Teil hinstellen, was die Nahrung haltbarer macht. Auf der linken Seite vielleicht einen kleinen Grill oder sowas. Und da davor einfach ein paar schöne Truhen, als so eine kleine Werkstatt, ein paar schöne Truhen, dass wir mit dem Stuff, den wir ankommen, erstmal relativ schnell entladen können, so damit wir dann einfach gleich weiterkommen. Wisst ihr, was ich meine? So ist da ungefähr der Plan. Zumindest ist das hier unten in fast Ursprungszustand wieder zurückversetzt wird. Und selbstverständlich mit viel Beleuchtung möchte ich noch arbeiten. Das ist klar. Jetzt habe ich aber genug belabert. Wir gehen los. Und los geht's. Übrigens, die Seilrutsche hat sich sowas von bewährt. Die hat sich sowas von bewährt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wartet mal. Moment, wir brauchen noch was. Ich muss gerade mal gucken. Ich muss gerade mal gucken auf die Treppen hier, auf die hier. Ich habe nämlich noch ein Projekt vorbereitet. Bräuchte man noch ein paar grobe Seile. Ja, das habe ich gerade entladen. Ich habe nämlich noch ein kleines Projekt vorbereitet. Und zwar interessiert mich an der Eiche einfach nur seit Anbeginn. Interessiert mich einfach nur eins. Sagt mal, wie hoch kann man an der Eiche überhaupt bauen? Wisst ihr das? Wie hoch geht das? Hier ist das lang. Habt ihr irgendwie einen Plan, dass man dann irgendwie sagt, oh, ganz oben im Geäst ist dann Schluss, Sando, mehr, also weiter hoch kommst du nicht? Oder habt ihr es zum Beispiel noch nie geschafft, so weit hoch zu bauen? Irgendwo hatte ich es. Irgendwo hatte ich doch die Seile drin. Wo hatte ich denn gerade die Seile reingepackt? Auf die Schnelle. Das ist halt das, wenn man es noch nicht sortiert hat. Ne, hier 15. Alles gut. Wie hoch kann man an der Eiche bauen? Wie hoch? Und das ist mein zweites kleines Projekt, was ich dann beginnen möchte. Ich möchte dann oben an der Eiche, das seht ihr aber dann auch, ich möchte dann oben an der Eiche, vielleicht kannst du der ein oder andere hier schon an der Eiche erkennen. Da ist ein ziemlich steiler Weg, der hochgeht. Und da beginnt mein kleines, ja, wie soll ich das sagen, mein kleines Sammelsurium an zusammengebastelten Wendeltreppen. Wie gesagt, möchte ich euch dann auch noch zeigen. Mein zweites kleines Projekt hier. Und das Schöne ist dran an der Eiche, da kann man dann außenrum bauen. Kann man sich wie einen Ring außenrum bauen. Das habe ich dann so ein bisschen vor, so neben der Spur mache ich das mal. Möchte ich euch selbstverständlich auch zeigen. Das wird kein Stützpunkt oder so, gar nichts. Sondern das wird dann einfach nur eine Geschichte von, wir können dann von der Eiche, wenn man das mal so nimmt als neuralgischen Punkt hier, können wir dann von der Eiche an jedwedem Punkt im Garten, können wir uns dann zumindest mal hingleiten lassen. Wisst ihr, was ich meine? So kann man sehr, sehr viel sparen. Ich bin die ganze Zeit auch dabei, über diese Webstühle, diese Seitenseile zu basteln. Das heißt, man braucht dann für diese ganz, ganz feinen Webfäden, ne, hier für diese ganz, ganz feinen Webfäden brauchen wir ja dann ganz, ganz viele Seile dazu. Und das bin ich dann auch in der Zwischenzeit schon am rausbasteln. Gut. Also, trinken wir erstmal eine Kleinigkeit. Wir zücken den Hammer und hier geht's los. Ihr könnt ja gerne mal mitzählen. Oh, das war die Eichel Nummer 1. Das ist die zweite. Immer die Brocken bitte gerne mitnehmen. Nummer 3. Na, bleib hier, mein Guter. Na, also hier unten gibt es schon mal 4 Stück.
Da habt ihr schon mal ein paar Eicheschalen, ein paar Eichekappen und so weiter und so fort. Also richtig geil. Na, hier oben habe ich dann an dieses Gäst habe ich dann hier meine Saftfänger angemacht. Ich glaube, maximal sponsern die einen, ich glaube, 6 Stück Saft, 5 oder 6 Stück. Also das ist schon mal geil. So, dann gehen wir mal weiter und gucken mal. Haben wir hier hinten, haben wir keine rumliegen, hier auch nicht, alles cool. Aber hier liegt eine, das ist die Nummer 5. Wenn ich dann, wenn ihr soweit guckt und wenn ich dann irgendwo eine vergessen habe, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. So mache ich immer meine Farmrunde. So mache ich immer meine Eiche-Saft-Farmrunde. Und ich nehme auch hier diese Saftklumpen mit. Ich lasse sie dann gerne erstmal runterfallen, weil die sammeln sich dann meistens irgendwo, ne, in irgendeiner Senke drin. Einfach nochmal auflesen. Fertig. Weiter geht's. Das war übrigens schon die Nummer 5. Und hier, meine Lieben, hätten wir schon die Eiche Nummer 6. Sehr geil. Na, das war jetzt nicht ganz so ergiebig, ne? So, nehmt immer diese kleinen Brocken mit. Habt ihr mitgezählt? Ich glaube, das war schon die Nummer 9. Ja, wir sind gekommen. Da hat man 5. Dann hat man hier die 6, die 7, die 8. Nein, hier ist die Nummer 9. Okay. Gut, also sind es schon mal 9 Stück. Hier, denkt dran, den Saft mitzunehmen. Wir befinden uns gerade hier, ne, vorne an der Eiche dran. Da drinnen schlafen sie, unsere zwei Ladies. So, aber es glaubt oder nicht, wir haben schon mal 10 Eicheln zusammen. 10 Stück. Einfach so. Und dann, wenn ihr mal Bock habt, schaut mal kurz hier runter. Hier gibt es noch ein paar Saftteile da dran. Und hier unten unter diesem Geäst fängt immer mal was zu trinken. Hier, ne? Wenn ich es nicht schon mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe das schon eingesammelt. Ja, das hat halt eine gewisse Respawn-Rate. Und das spawnt halt nicht sofort wieder nach, sondern das dauert halt ein Stück. Finde ich auch gut. Halt natürlich, aber hier gibt es dann sowieso auch was zu trinken. Gut, hätten wir das. So, wo waren wir? 10 Eicheln, oder? Richtig? Sagen wir mal ungefähr. Hier haben wir Nummer 11 und Nummer 12. Hier unten ist der Eingang zum alten Bau. Schaut mal. So, passt auf. Das hier ist jetzt die Nummer 13. Hier muss man aufpassen wegen Spinnen. Hier gibt es noch ein bisschen Saft. Nehmen wir den gerne auch noch mit. Der fehlt jetzt, ich wollte gerade sagen, der fehlt jetzt auch gleich. Paar solche kleine Saftdinger fein in den Tümpel rein. Sehr gut. So, dann hätten wir hier die Nummer 14. Naja, mach mal los, kleine Blattlaus, genau. So, die Nummer 15. Und die Nummer 16. Ja, das ist schon fantastisch, was es hier alles zum Looten gibt, ne? Übrigens, das ist Nummer 17. Wie gesagt, ich brauche das ja für meine ganzen Truhen, fürs Lager. Ne, das brauche ich auf jeden Fall. Die Trinkflasche wäre dann voll. Hätten wir die andere noch dabei? Ja, haben wir. Sehr schön. So, 17 hätten wir. Aber 17. So, das wäre dann die 18. So, und hier hinten war, glaube ich, noch eine. Eine müsste hier hinten irgendwo noch rumliegen. Eine. Überlege ich bloß gerade, wo. Wo war die? Wo lag die gerade rum? Genau. Und jetzt bräuchten wir noch eine und dann hätten wir 20 Eicheln hätten wir dann gesammelt. Und hier hinten, guckt mal, hier hinten sind die Mücken. Ne, was ich euch gesagt hatte. Schon ein paar Folgen davor. Warum die jetzt da sind, absolut keine Ahnung. Es ist aber 15:49 Uhr. Wir laufen mal noch schnell hier runter. Und dann gucke ich mal, ob hier irgendwo noch eine Eiche liegt. Weil, wie gesagt, wir brauchen noch eine und hätten etwa 20 hier. Geil. Also, wenn er einmal außen rumläuft,
Da könnt ihr echt sehr, sehr viel farmen. Ne, da könnt ihr richtig, richtig Gas geben. Hier liegen auch ein paar solche Dinger rum. Solche Quarzite. Hier oben, denkt dran, kann immer mal sein, dass hier noch ein paar Spinnen rumlaufen. Oder auch mal nicht. Hier ist gerade mal keine da. Auch nicht schlimm. Und hier hätten wir dann schon die Nummer 21. Gut. Und irgendwo hier unten, genau, hier irgendwo hier unten in der Ecke muss auch noch so ein Quarzin rumliegen. Tatsächlich. Schön alles einsammeln, schön alles mitnehmen, wenn ihr es nicht noch nicht gemacht habt. Hier nehmen wir noch ein paar Pollen mit von den Bienen. Hier liegen auch noch ein paar Pollen rum. Und dann würde ich mal sagen, ja, die Mücken, eine Mücke bräuchte ich halt mal noch, weil ich habe halt mein Rapier das letzte Mal repariert. Wir haben, glaube ich, noch ein was in petto, aber ja. Eine Mücke könnte ich noch gebrauchen. Aber gut, das ist jetzt schon ein ganz schönes Stück Zeit vorangeschritten. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt mit euch in den alten Ameisenbau reingehen. Und werde jetzt mit euch den alten Ameisenbau erkunden. So, einmal rein. Weil ich glaube, dass es dort auch noch einen Zahn gab. Sehen wir aber gleich. Das sehen wir gleich. Also, ihr habt gesehen, wie relativ einfach das zu organisieren ist. Schaut mal, also über 40 Saft kriegt er da weg, wenn er dann immer mal die Augen offen haltet. Dann habt ihr sehr, sehr viele Eichelschalen. Das sind ja über 45 Stück, 40, 45 Stück. Ihr habt ein paar Eichelkappe gesammelt. Also das auf jeden Fall. Bis was zu essen gibt es immer on top. Bei den Eicheln. Und jetzt geht's los. Hier geht's rein. Meine Lieben, Fackel an. Es wird gruselig. Es wird wirklich gruselig. Was brauchen wir nicht? Ich würde mal sagen, den verrotteten Stachelspeer, den könnten wir mal lassen, oder? Oder den Bogen. Ist egal. Komm, nehmen wir hier mal das Ding rein. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, es wird gruselig. Wow. Los geht's. Na, ihr seht, hier ratzen sie auch. Wie gesagt, das ist der alte Ameisenbau. Der ist nicht so ergiebig wie der neue, den sie sich gebuddelt haben. Aber denkt bitte dran, ganz unten gibt es auch diese großen Kämpfer, diese großen Soldatenameisen. Und die, ne, da. Und die hauen schon derbe zu, muss man sagen. Hier gibt es überall diesen Marmor. Der ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Na komm. Ja, ihr seht, ein paar Schläge brauchen die auch. Also, die sind nicht ganz so einfach zu killen. Im Gegenteil, hier gibt es noch diese Quarzit- und Marmorscherben, immer alles mitnehmen. Immer alles mitnehmen. Und da oben war noch ein separater Ausgang. Da gucken wir gleich als erstes mal hin. Hier. Nee, ist tatsächlich keiner, oder? Nee, habe ich mich verguckt. Schade. Okay. Nee, hier sind wir gekommen. Und hier geht's wieder zurück. Und das, was ihr hier oben drüber hört, das sind alles Spinnen. Das sind echt alles Spinnen. Ach ja. Na komm. War kein perfekter Block. So, die erste hätten wir. Na komm her. Boah, geiler Treffer. Ja, auf die muss man sich halt trotzdem erstmal einstellen. Die sind halt nicht so einfach. Okay, töte rote Kriegerameise. Das haben wir auch geschafft. Oh, hier gibt es einen Scab. Dankeschön.
Und das ist, glaube ich, das Innere. Na, also das ist hier wirklich das Innere dieses alten Ameisenbaus. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass es hier einen Zahn gibt. Nee, aber es gibt es nicht. Hier oben übrigens, das ist die Location, wo man von Bögels Labor hierher kommt. Na? Und den können wir uns jetzt mitnehmen hier, den Stufe 2. Na, hier gibt es dann die robusten Marmorscherben. Die sind etwas besser. Wie Bedrohung. Ja, wo denn? Da oben, ach, da oben liegt noch ein Zahn. Wir müssen nochmal beim Bögel runter und müssen die Höhle nochmal hinten erkunden. Und dann kommen wir auch zu dem Zahn. Okay, hätten wir, meine Lieben, hätten wir. Hätten wir den alten auch mal komplett erkundet. Ja, wir können jetzt noch, guckt mal, also wir haben ein bisschen Platz, hätten wir. Kiesel haben wir noch gar nicht mitgenommen als Slot. Also wenn ihr da Bock habt, wenn ihr da ein paar Steine braucht, zum Beispiel zum Kamin bauen, bei euch zu Hause, das können wir ja dann auch nochmal probieren, zum Kamin bauen zum Beispiel braucht ihr ganz, ganz wichtig, braucht ihr Kiesel und sehr, sehr viel Ton. Und deshalb würde ich auch immer empfehlen, gerade jetzt für diesen sogenannten Kuscheligkeitsfaktor, nehmt immer, was geht, auch an Kiesel mit. Alles, was ihr findet. Alles mitnehmen. Wie spät ist es? 18:45 Uhr. Das heißt, es wird dann immer, immer dunkler. Hier ratzen sie schön gemütlich. Dann lassen wir sie mal schlafen. So, hier kommen sie runter. Und mein Lieben, wir sind wieder draußen. Ne? Und hier hinten, wo wir gerade lang gelaufen sind, da hinten, das sind tatsächlich die ganzen Spinnen gewesen. Ne? Da hinten laufen dann die Spinnen rum. So, okay, geheilt haben wir uns. Die Funze ist wieder aus. Alles gut. Und wir können uns langsam mal wieder nach Hause begeben. Ne? Und ihr seht's, hier laufen sie halt lang. Die Radnetzspinnen und hier in der Mitte kommen dann halt auch die Wolfsspinnen. Die zwei Saftdinger möchte ich mal gerne noch mitnehmen. Jetzt überlege ich mal gerade, legen wir uns noch mit einer Mücke an oder nicht? Ich meine, Zeit hätten wir noch. Ich weiß halt bloß nicht, ob das so gut ist. Einen Bogen hätten wir noch mit. Den habe ich extra mitgenommen. Führt genau diesen Fall. Nein, wir haben keine Pfeile dabei. Ach, ich habe doch gewusst, irgendwas habe ich vergessen. Na gut, das war klar. Okay, eine hätten wir gepult. Hallo! Schön geblockt. Okay. Mücke Nummer 1, Geschichte. So, gucken wir mal, Mücke Nummer 2. Hey, wo macht denn hier hin? Oh, das sind zwei gleich. Das ist unfair. Vielleicht haben wir Glück und die eine können wir hier hochpullen. Ja, können wir. Super. Sehr geil, die habe ich durchs Blocken gekillt. Das habe ich auch noch nicht. Hallo. So, Moskito, na komm. Wenn du dich mit mir anlegen willst, na komm. Sehr geil. Super. Also wir haben jetzt sehr, sehr viele Heilbeutel. Also wir können uns sehr, sehr viele Heilbeutel bauen. Und wir können auch sehr, sehr oft unseren Rapier wieder reparieren. Hier, schaut mal, das sind diese Stechmückenbeutel. Das ist zum Heilen. Den haben wir dann einfach wie eine Granate vor uns unten hin. Und das andere, wie gesagt, das andere zum Reparieren von unserem Rapier. Übrigens müssen wir ganz, ganz dringend, das ist die Stechmückennadel, übrigens muss man auch ganz, ganz dringend, müssen wir mal upgraden. Wir müssen unsere ganzen Teile mal upgraden. Jetzt würde ich mit euch final noch Folgendes machen. Da wir ja jetzt eigentlich so die Loot-Runde abgeschlossen haben, war super ergiebig, können wir jetzt vielleicht das Lager ein ganz kleines bisschen zusammen anfangen aufzubauen. Oder vielleicht finden wir noch irgendwo einen Holzstrunk. Da wäre zum Beispiel einer.
Und dann möchte ich euch mal noch mein Projekt zeigen mit der... Oh, ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ja, das kriegen wir hin. Genau, das Inventar. Ach ja, wir haben ja, wir haben keine Ameisenrüstung an. Gut, auch kein Problem. Dann lass mal halt eins hier liegen. Auch kein Thema. So. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Hier unten schläft er nur noch, ich wollte gerade sagen, noch eine wesentlich schlimmere Variante. Und das hier ist mein kleines Projekt. Schaut es euch mal an. Das sind die Wendetreppen, die ich bis jetzt gezogen habe. Hier, das ist direkt über dem Bürgel. Ne? Direkt über dem Bürgel will ich es einfach wissen. Und dann habe ich mir so gesagt, Mensch, Zando, du könntest ja eigentlich mal gucken, wenn du wenigstens jede Folge mal eins so eine Wendetreppe fertigstellen könntest. Oder vielleicht jede zweite Folge, dass wir halt immer mal wieder hier zurückkehren. Und dass das eins unserer gemeinsamen Projekte wird. Wie hoch kann man überhaupt an der Eiche bauen? Weil wie gesagt, ich möchte es einfach mal wissen. Und das hat mich schon immer gereizt. Dass wir das hier tatsächlich mal rausfinden. So, das sollte gehen. Jawohl. Ne, eben nicht. So, oder? Jawohl. Passt. Gut, wir können ein, was könnten wir noch basteln. Genau, ne, deshalb habe ich so viele Seile mitgenommen. Passt es? Jo, passt. So, schaut mal, ne? Und jetzt sind wir schon hoch. Jetzt sind wir schon derbe hoch. Also jetzt sind wir schon ähnlich des Turmes oben der Spitze über der Pagode, muss man schon sagen. Und auf der anderen Seite könnten wir uns auch, naja, wir müssen noch ein bisschen höher, müssten wir schon mal schauen, dass wir da drüben also Richtung Stuhl kommen. Ne? Also wenn wir da in Seilrutschen Ankerpunkt stellen und den hier damit verbinden, dann wären wir damit dann auch auf der sicheren Seite. Übrigens hier oben, irgendwo gab es hier oben so einen kleinen Vorsprung. Da wollte ich sowieso rein, weil da möchte ich vielleicht so eine kleine... Da möchte ich mir vielleicht so eine kleine Schlaflocation bauen. Weil wenn wir mal von irgendwelchen Tieren angegriffen werden, ist es vielleicht gut, wenn wir uns hier zurückziehen können. Ich meine, die greifen dann unsere Basis an. Aber ja. Ja, die schläft noch eine halbe Stunde. Die schläft noch eine halbe Stunde. Wenn wir Glück haben, kommen wir noch so schnell nach Hause, so schnell wie wir können. Wir probieren's. Komm, Hupsi, lauf. Lauf, lauf. Saft müssen wir mitnehmen. Geil. Gut, dann wären wir eigentlich, ja, dann hätten wir es eigentlich fast so weit geschafft. Wie gesagt, das mit dem Tragen hier, die Ameisenrüstung macht halt schon einiges aus. Also normalerweise ist dann so, wenn ich dann auf solche Farmrunden gehe und ich weiß ganz genau, dass da zum Beispiel keine Tiere irgendwo in der Nähe sind, dann ziehe ich tatsächlich auch die Ameisenrüstung an. Und mit der Ameisenrüstung kann man dann halt deutlich mehr tragen, weil ich würde dann, ich gehe dann ungerne mit halbleerem Rucksack wieder zurück und trage vor allen Dingen auch immer gerne was auf den Schultern. Ne? Egal, ob das Grünzeug ist oder nicht, oder ist im Prinzip egal. Hauptsache, ich habe irgendwas dabei. Gut. Okay, das wäre hier alles voll. Ne? Das hätten wir alles voll gebaut, das auch. Das brauchen wir nicht mehr zu entladen, das auch. Egal, das auch. Passt. Also, alles soweit so gut. Hier drüben könnten wir mal, ne, ihr seht's, also es gibt hier immer was zu tun. Gut, und dann könnten wir hier mal anfangen, auf der Seite unser Lager mal ein kleines bisschen auszubauen. Schaut mal, Eicheschalen hätten wir noch genügend da. Sehr schön, bauen wir eine Vorratskiste. So, und das sind dann unsere ersten Kisten, die wir dann auch benennen dürfen. Also, ne, wenn wir hier reingehen, da können wir dann zum Beispiel sagen, keine Ahnung, Eiche, Schalen und Hauben als Beispiel. Ne? Und dann heißt das Eiche, Schalen und Hauben. Wir können das auch mit verschiedenen Zeichen oder irgendwas versehen. Das weiß ich noch, wie das genau funktioniert. Ne? Symbolanpassung mit F. Da könnten wir dann hier zum Beispiel irgendwelche, ja, irgendwas da dafür nehmen. Keine Ahnung, hier sowas und sowas. Und dann sieht das dann so aus als Beispiel. Ne? Also können wir dann machen, wie wir gerne wollen. Alles kein Problem. Und damit wäre dann unser Lager so ein ganz kleines bisschen heimeliger. Wie gesagt, wir brauchen jetzt sehr, sehr viel Ton. Guckt mal, ne, auch für das Bett. Und wir gehen jetzt mal ran zum
Null verfügbar. Da brauchen wir auch. Okay, Ton brauchen wir auf jeden Fall mal schnell. Hatte ich auch noch irgendwo. Hier sind die trockenen. Und der Ton, genau, den hatte ich auch extra irgendwo liegen. Kein Thema. Und dann möchte ich zumindest mal mit euch anfangen, hier sehr, sehr geil dieses Teil aufzubauen. Ne? Anzünden. Und dann sieht das so aus. Und dann könnten wir hier noch Helligkeiten einstellen. Farbe 25 Grad. Ist das geil? Das ist ja cool. Ah, das muss schon so aussehen. Sättigung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und was haltet ihr denn da davon? Was haltet ihr denn da davon? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Hier ist wieder dieser Ausgeruht-Bonus dabei. Diese 1. Und hier ist er irgendwie wieder nicht dabei. Schaut mal. Ich weiß aber auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil es so weit weg steht. Kann das sein? Das wäre natürlich ganz, ganz schade, wenn wir hier dort diesen Bonus, diesen Ruhebonus hier nicht mitbekommen, weil das halt irgendwie zu weit weg steht. Das wäre sehr, sehr schade. Okay, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn auch in den nächsten Folgen hier wieder dabei seid. Ja, ein bisschen was trinken machen wir noch. Dann gehen wir mal hoch ins Bett. Dann tun wir mal an der Matratze horchen oder am Zelt. Und meine Lieben, dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Eure Hupsi und euer Zanto. Ciao, ciao. Wir gehen jetzt schlafen. Ciao.